Der entführte Held ist wieder mal in der Mine. Eigentlich ist er da immer noch. Schon seit dem Ende von der letzten Episode. Und ich hatte da mit einem Schlüssel rumgespielt. Und der Schlüssel muss hier rein. Ja. Und da hinten ist irgend so eine Apparatur, die damit vielleicht was zu tun hat. Aber ich glaube, ich habe zu kompliziert gedacht. Ich würde einfach mal probieren. Also wenn ich das hier einsetze, dann kommen da so Stifte raus und die sind alle unterschiedlich lang. Deswegen würde ich einfach mal probieren, die alle gleich lang zu machen. Also der vom Schlüsselgriff aus, der erste muss rein und der dritte muss raus. Ach, der nicht. Der muss rein und der muss raus. Nochmal. Aha, da sieht man einer an. Ist das jetzt hier abgeschlossen? Ja. Also, das war hier relativ einfach. Was ist das? Da sind Zylinder mit Flüssigkeiten. 1, 2, 3, 4 und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was ist das hier? Das ist nur so ein komischer Ring. Ha. Was macht das? Gar nichts. Was machst du? Nichts. Ach, hier ist noch was aufgegangen. Okay. Hier brauche ich eine Kurbel oder irgend sowas oder irgendwas, was ich reintun kann. Was habe ich eigentlich? Ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich so im Rucksack mit mir rumtrage. Das ist der Fackelgriff. Das ist der Brennkristall. Da habe ich einen Verdacht, was das ist. Ein Reagenzglas, Vase. Das gleiche Teil nochmal. Rezept, Kelch, Fackel, Löffel. Also nur irgendwelche Werkzeuge. Hoah. Hier kann ich eine Fackelhalterung reintun. Und dann kann ich hier vielleicht brennen. Oder das Blaue. Und jetzt? Mit der blauen Fackel passiert nichts. Richtig? Nee. Was ist das da hinten? Nur das Stativ. Und hier muss keine Kurbel dran. Das sind nur so Metallteile, wo irgendeine Spannung dann da ankommt oder weggeht. Also blau funktioniert nicht. Eigentlich würde ich mal rot ausprobieren, aber ich krieg diesen roten Kristall da nicht hingesetzt. Und ich kann die rote Fackel auch nicht zusammensetzen. Oder? Nee, ich kann ja nichts kombinieren. Dann habe ich ja nur noch die orange Fackel. Aber was sollte die ja bringen? Nix. Da drüben wird es auch nichts bringen. Tja, ich bin mal wieder ratlos. Aber ich habe keine andere Fackel. Ich habe nur dieses Ding da.
Warum kann ich da nicht diesen roten Kristall draufsetzen? Mehr als das Ding auswählen und links zu klicken, kann ich ja nicht machen. Aber das geht nicht. Tja. Keine Idee, sonst ist doch hier nichts in der Mine. Puh. Das ist alles nur Tant. Wo habe ich denn überhaupt noch was zu tun? Schrank im Alchemielabor. Da war der weiße Kristall drin, glaube ich. Tür Main Square kann ich aufmachen, da bin ich ja schon überall drin. Ja. Hier habe ich eine Idee. Aber ich habe nicht mehr so wirklich viel offen. Ich habe noch den Raum mit dem Zahnrad, aber wieso sollte sich jetzt da was geändert haben? Okay, ich habe da einen Schlüssel reingesetzt. Ach so, das hier oben, was ist das eigentlich? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal über so einen Weg gelaufen bin, wo so Pfähle waren. Oder? Nee, hier oben bin ich noch nie lang gelaufen. Was ist das für ein Haus? Da oben ist eine Tür. Aber was ist das für ein Haus? Also da oben. Also hier um die Ecke. Ach, das ist das hier. Das ist die Brücke zum Eingangsgebiet. Ja, genau. Also bin ich doch schon drüber gelaufen. Alles klar. Und ich will hier raus. Das da geht, funktioniert nicht. Okay, also. Das habe ich geklärt. Das Ding ist immer noch seltsam. Und ich habe eine Idee, was das hier angeht. Ich habe ja da in diesem Haus mit dem Zahnrad noch so ein drittes komisches Türknaufteil. Und ich glaube allmählich, dass das hier Schlüssel sind. Hier habe ich zwei so Teile und ich habe ja neulich mal herausgefunden, dass ich die drehen kann. Und da unten habe ich einen auf 12 Uhr und auf 3 Uhr. Da habe ich einen, wo ich drei dieser Teile brauche und hier habe ich einen, wo ich vier dieser Teile brauche. Und ich glaube, im Haus mit dem Zahnrad ist das Teil mit den vier verstellbaren Dingern und die anderen beiden habe ich schon. Also der hier, da muss einer, ach, wo ist jetzt hier wohl oben? Oben ist vielleicht hier, wo dieser, oder Moment mal. Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Teil hier oben markiert. Das heißt, da muss einer dort sein. Und der andere, wahrscheinlich egal welcher, muss dann so stehen. Passt das? Nee, das ist nicht oben. Alles zweimal drehen. Ah, okay. Dieses komische Teil, dieser Haken, der ist links. Gut. Und damit ist das jetzt hier gelöst. Und das nächste Teil ist das hier. Also. Das ist links. Es muss einen geben, der dahin geht. Und dann die anderen beiden. So. Richtig? Jawohl. Ja, fehlt Nummer 3. Wahrscheinlich kommt man dann irgendwie in diesen Turm, weil dann irgendwas runterfällt. Nummer 3 ist hier oben. Nee, nicht da. Da. Da ist Nummer 3.
Hier. Aber hier kommt man ja nicht ran. Ach doch, was ist denn das hier eigentlich? Aha. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, das ist bestimmt die Tür, wo es dann aufgeht und dann kann man da reingreifen und das Ding rausnehmen. Ha, ja. Also ich habe gerade ganz wenige Schauplätze. Das Einzige, was mir gerade einfällt, ist, dass ich hier... Kann ich hier die Fackel hintun? Da geht das. Genau das geht an der anderen Stelle nicht. Wenn ich jetzt hier das Ding drin habe und dann gehe ich nochmal zurück in die Mine. Nee, wo ist denn die Mine? Die ist da hinten, glaube ich. Ist das die Mine? Nee, das ist der Tunnel, richtig? Nee, ist doch die Mine, gut. Ist jetzt hier irgendwas anders? Nö. Ich habe hier unten was zum Einstellen. Und ich habe da den Hebel. Mehr sehe ich hier nicht. Passiert nichts. Ich würde da gerne mal die rote Fackel genauso reintun, wie ich die rote Fackel in das Haus mit dem Zahnradsymbol gepackt habe. Aber ich habe keine Idee, wie das gehen soll. Hier ging es ganz einfach. Fackelständer, Fackel, fertig. Und wenn ich da mit dem Kristall im Fokus auf den Kopf von der Fackel klicke, dann packt er mir das Ding da drauf. Ich kann hier aber auch alles andere reintun. Ja. Ach so, jetzt habe ich wieder diesen Sound hier. Ist jetzt vielleicht was anderes? Ach, falsch. Jetzt gab es ja so ein... Ich hoffe, man konnte es hören. Vielleicht ist hier... Vielleicht ist jetzt irgendwas doch aktiviert hier. Ist hier irgendwas anders? Nee. Tja, null Idee. Ich weiß, es gibt noch die andere Stelle, wo ich die Fackel hintun könnte, an die Außenwand vom Kristalllabor. Also mit anderen Worten, hier. Hier gibt es ja noch so ein Teil. Auch hier kann ich einfach den Ständer reinpacken und dann... Obendrauf steht Kristall. Es ist ganz einfach. Puh, ich habe keine Idee. Ich tappe völlig im Dunkeln. Aber ihr habt gesehen, Fackelhalter und dann den Kristall obendrauf, den roten. Ganz einfach eigentlich. Ach so, ich will in die Mine, genau. In der Mine funktioniert das aber nicht. Und ich weiß nicht, warum. Warum soll ich da den Fackelhalter reintun können und nicht den Kristall? Ich meine, wenn der Kristall dafür nicht da ist, dann passiert halt nichts. Aber ich muss sie doch trotzdem drauf tun können, weil ich überall auf den Fackelhalter... ...da... ...den roten Kristall drauf tun kann. Außer hier, hier geht das nicht.
Ich nehme immer wieder dieses Ding auf. Und jetzt zuzumachen bringt auch nichts. Oder kommt hier was dazu? Nee, das glaube ich nicht. Hier sind so Nadeln. Entweder wird hier Strom zugeführt oder es wird Strom aus dem Kristall abgezogen. Aber ich kann hier nichts manipulieren. Nochmal schauen, vielleicht habe ich ja irgendeinen Mechanismus hier noch nicht gesehen. Also hier sind orangene Kristalle. Denen wird augenscheinlich Energie entzogen. Orangene Kristalle liefern Energie, das wissen wir ja. So, diese ganzen Kabel, die gehen dann da rein. Und dann habe ich hier diese erste Säule mit irgendwelchem Kram. Und von der Säule geht's hier rein. Und dann hier rein. Und dann da rein. Ich muss ja wahrscheinlich irgendwas transportieren oder irgendein Gleichgewicht einstellen oder irgend sowas. Die Frage ist nur, wie ich das mache, weil ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, hier was zu manipulieren. Und hier, aus dem mittleren, geht es übrigens auch nochmal hier raus. Wahrscheinlich muss man da diesen Stand erreichen. Das ist wahrscheinlich so eine Eichenmarke. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich 10 mal diese Lampen hier anhätte, vielleicht ist es auch gar keine Flüssigkeit, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Spannungsmesser oder irgend sowas. Wenn ich hier 10 habe, dann passiert ja vielleicht irgendwas. Aber was soll ich hier tun? Ah! Okay. Okay, alles gut. Wie peinlich. Okay, da unten sind Knöpfe. Wenn ich hier einschalte. Aha, ich kann immer nur einen einschalten. So, was passiert jetzt? Nichts. Weil hier auch keine Fackel drin ist. Jetzt habe ich natürlich diese orange Fackel irgendwo. Das ist wahrscheinlich die, die man braucht. Wobei, ich probiere es mit der blauen aus. Wenn es die blaue ist, dann muss ich die orange ja nicht holen. Sonst hole ich die vielleicht umsonst. Blaue Fackel. Was passiert jetzt? Gar nichts. Aha. Okay, also da, wo ich den Knopf, also wo ich das, die Lampe anschalte, da geht's weg. Und da, wo der Griff ist, der Zeiger, da geht's hin. Ach, jetzt muss ich hier irgendwie es schaffen, da diese Eichmarke einzustellen. Ja, jetzt habe ich verstanden, was ich machen muss. Wenn ich jetzt das hier... Nee, hier geht's hin. Und da geht's weg. Jetzt kommen da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wahrscheinlich geht's hier ganz bis hoch. Richtig? Ja, genau. Jetzt müssen da zwei weg. Ich probiere mal ein bisschen rum. Äh,
Jetzt kann ich da einen rüber, aber das nutzt mir erstmal nichts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Vielleicht kann ich ja. Ich stehe kurz davor, eine Idee zu haben, aber ich komme nicht drauf. Also. Das. Schieb das eine Mal weg. Das ist ja zu viel, quasi. So. Und jetzt schieb mal dahin. Oder? Also, von hier nach da. Und ist guter Rat teuer. Wenn ich jetzt das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind 4 und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Dann ist es da ganz voll. Oh. Das ist total einfach. Ich habe aber trotzdem überhaupt keine Idee. Okay, ich sehe kein Land. Ich muss jetzt hier einfach mal stumpf rumprobieren ohne Ende. Und das ist ein bisschen langweilig, deswegen würde ich das mal beschleunigen. Ich habe es mir sowieso komplett verstellt. Also es gibt irgendeine Möglichkeit. Man kann von jeder Kombination aus wieder irgendwie zur Zielkombination hinkommen. Aber ich habe echt null Idee. Deswegen probiere ich das stumpf mal mit ausprobieren und da lege ich mal ein bisschen Tempo vor. So, ich glaube, ich habe es jetzt doch irgendwie geschafft. Wenn ich die zwei hier rüberbringe, dann ist das an der Marke. Aber davon wird gar nichts ausgelöst. Es passiert gar nichts. Mist, aber es ist an der Marke. Da sind wir uns einig. Tja. Keine Idee. Vielleicht muss ich ja doch die orange Fackel benutzen. Das wird ausprobiert. Die ist immer noch hier hinten, oder? Nee, die ist in dem Raum mit dem Zahnrad. Jetzt war ich so stolz, dass ich das an dieser Marke dran hatte und dann passiert nicht mal irgendwas. Sauerei. Komm du mal mit. Dein Typ wird verlangt. Hoffe ich. Ab in die Mine. Es hat überhaupt keinen Klick gemacht, richtig? Kein Klick, kein Klack, kein Britzel oder irgendwas.
Ah. Och nee. Scheiße. Ah, okay, die Fackel wird irgendwie umgebaut. Die wird zu einer weißen Fackel. Und ich kriege jetzt dieses Teil nicht wieder auf. Das heißt, ich muss jetzt hier das da einstellen. Und dann geht das Ding gleich wieder auf. Das ist eine gute Aufgabe für den nächsten Teil, wie ich finde. Also, bis dahin.